Eure eigene Schulzeit ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Wie habt ihr eure Schulzeit in diesem Film wiedererkannt? Habt ihr das überhaupt? Ja klar, so ein bisschen so meine Clique, also die waren anders, aber einfach so dieses Gefühl von, man ist so eine Truppe. Und meine Abi-Party war jetzt nicht so ausufernd und riesig, aber trotzdem sehr, sehr schön irgendwie. Bei mir war es auch so. Ich hatte auch so meine Truppe, immer so seine besten Freunde um sich. Und wir hatten auch so Probleme, durch die man dann gemeinsam durchgeht. Und auch Ängste vor der Zukunft und so, wo man noch nicht genau wusste, was will ich denn eigentlich und welche Entscheidungen muss ich denn jetzt eigentlich treffen. Da habe ich mich schon immer wieder ein bisschen wiedererkannt. Es gibt ja dann immer so zwei Arten von Schülern, die so denken, ja, die Oberstufe, die nutze ich jetzt, um die Zeit zu genießen und zum Feiern mit meinen Freunden, und andere, die dann wirklich vielleicht schon denken, okay, ich brauche einen guten Abischnitt für meine Zukunft. Zu welchen habt ihr euch so gezählt? Oder? Was warst du so? Ein Mittelding tatsächlich. Aber ich wusste auch, dass ich für meinen Beruf nicht den besten Schnitt brauche. So, ich weiß ja nicht, ihr wusstet ja auch schon recht früh, was ihr machen wollt wahrscheinlich. Wie war das bei euch? Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich weder das eine noch das andere war, dadurch, dass ich halt schon gedreht habe, also halt auch viel gar nicht in der Schule war. Und ich habe dann aber halt auch sehr schnell einfach so, ich war in den Sachen gut, in denen ich gut war, und die anderen, da habe ich mich dann irgendwann nicht mehr so gestresst, weil ich halt schon wusste, was ich mache. Und Partys immer nur so mal mitgenommen, weil ich eher so die Filmpartys gemacht habe. Bei mir war das so, ich wusste ganz genau, was ich machen will, und deshalb habe ich auch nochmal die Schule gewechselt, damit das alles klappt, weil der Lehrer mir ein bisschen Stress gemacht hat, mein Lehrer damals. Dann hat es ja auch alles funktioniert, und ich habe überhaupt gar nicht irgendwie Party gemacht, also ganz normal, mal am Wochenende ist man mal feiern gegangen, aber ich war in der Schule niemals betrunken oder irgendwie sowas, das unkonzentriert extrem oder sowas, weil ich die Nacht durchgemacht hatte. Sowas habe ich tatsächlich nicht gemacht, ich war einer der total Vernünftigen. Jetzt habt ihr ja beide schon mit 10 oder 11 angefangen durchs Theater. Ich glaube, du, bei dir waren die Karl-May-Spiele als erstes, und du warst ja auch im Jugendclub vom Friedrichstadtpalast. Ja, genau. Wie kamt ihr in dem frühen Alter schon dazu? Wenn man überlegt, mit 10 oder 11, das ist schon sehr früh. Ja. Ich glaube, mich hat es einfach schon immer interessiert. Also so Film, Theater, irgendwie spielen, jemand anderes sein. Und bei mir war es tatsächlich so, es war halt direkt in der Nachbarstadt. Es gab da Pferde und Ziegen, und dann bin ich da einfach zum Casting hin und habe da mitgemacht. Das hört sich so süß an. Es kommt da Pferde und Ziegen, ja, und dann bin ich dahin. Also, das hat dir einfach Spaß gemacht, oder? So in der, ja, Zeitung davon, ja, gelesen oder so. Oder. Genau, in der Zeitung gelesen, und ich dachte dann so, ja, probiere ich aus. Und da gibt es Tiere, und dann habe ich so gemerkt, oh ja, krass, spielen ist super. Nice. Bei mir war es auch über einen Zeitungsartikel. Und dann habe ich einfach so gedacht, ja, gehe ich mal hin, so aus Spaß auch. Und ich glaube, das ist auch immer eine gute Motivation, was zu starten, aus Freude einfach, weil man Lust darauf hat. Und dann war das Theaterstück. Das wusste ich damals gar nicht, dass das Musical war, in so einem großen Theater dann. Und dann wusste ich aber, das wird mein Beruf, das will ich machen, da will ich weiter dranbleiben. Du hattest dann ja aber auch bei der Ausbildung zusätzlich noch Gesangsunterricht und hast ja auch verschiedene Instrumente gespielt. War immer auch deine Überlegung, so ein Musiker zu werden? Oder? Also ich habe tatsächlich, das kann Lea ganz gut beantworten, die kennt mich ja auch ganz gut mittlerweile. Ja, Lukas ist tatsächlich ein wahnsinniges Gesangstalent. Der kann auch gut tanzen. Weiß ich nicht, der hat eine wahnsinnige Präsenz, wenn er nur seine Stimme anmacht sozusagen. Und ja, ich pole immer darauf, dass er noch Sänger wird. Also unser Freundeskreis, wir pushen ihn die ganze Zeit und sagen, Lukas, mach Musik, weil er wirklich immer singt. Also es muss kommen, Lukas. Es muss irgendwann kommen. Oder so ein La La Land Musical Film. Ich glaube, das wäre auch super. Da hätte ich Bock drauf. Aber ich würde mir sofort deine Single kaufen. Ja, Mann. Ich würde keine Sekunde warten. Ich habe auf jeden Fall klar Lust, und das, ich sage auch auf keinen Fall Nein dazu. Aber ich will auf jeden Fall das 100% spüren und sagen, jetzt habe ich was und das möchte ich in die Welt raussingen, und dann würde ich das auch starten. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, aber im Moment ist es jetzt gerade nicht so. Ich konzentriere mich sehr auf Film und mache das eher so als Hobby und habe Spaß daran. Jetzt habe ich auch gelesen, ihr könnt beide zum Beispiel reiten. Habt ihr das für den Film gelernt oder einfach oder privat? Weil man lernt ja auch wirklich für Filme oft viel. Bei mir war es tatsächlich privat, weil ich auf dem Land aufgewachsen bin und da einfach immer Pferde waren und ich dann da geritten bin. Bei mir war es so, ich liebe das auch an unserem Beruf, dass wir so viele Sachen lernen können, nur für einen Film. Und ich habe dann Unterricht genommen, weil ich wusste, ich werde bald mit Pferden drehen. Und dann habe ich Unterricht genommen und habe dann für ein anderes Projekt sogar nochmal Reitunterricht bekommen. Und dann konnte ich es irgendwann richtig. Wow. Ich habe auch gelesen, dass du so ganz extreme Sachen wie Bungee-Jumping oder so gerne machst. Stimmt das? Oder hast du, aber das war nicht für einen Film, oder magst du das einfach so? Das war nicht für einen Film, das war für mich. Also es war tatsächlich eine Erfahrung, die man ja dann fürs Leben hat.
und dann auch in Filme mitnehmen kann. Es war wirklich völlig crazy, was da an Adrenalin ausgeschüttet wird. Und ich wollte mich dann auch ab und zu mal so meinen Ängsten stellen. Und deshalb habe ich gesagt, ich will da Bungee Jump und habe das ein paar Mal gemacht und es war wirklich total verrückt. Okay. Willst du das auch mal machen? Ja, ich würde es vielleicht mal ausprobieren. Oder aus dem Flugzeug springen, so mit einem Fallschirm? Ja, eventuell. Würdest du? Als Vorstufe. Nein. Wann hast du Geburtstag? Okay, gut. Wäre ja mal ein gutes Geschenk. Ja. Ansonsten könntet ihr euch entscheiden, ihr habt ja auch viel Dramen schon gespielt, was so euer Lieblingsgenre ist oder was fällt euch eigentlich schwerer, kann man das sagen? Ich kann gar nicht sagen, was mein Lieblingsgenre ist oder was mir schwerer fällt. Ich merke nur, dass ich Lust habe auf Rollen, wo ich was spielen kann, die einfach irgendwie interessant sind, die einen Tiefgang haben. Und wenn so eine Rolle in einer Komödie Platz hat oder in einem Drama, dann ist es mir eigentlich vollkommen egal. Also mir gefällt auch beides. Ich habe jetzt vor allem Dramen und Komödien gespielt. Und die letzten waren jetzt Komödien. Und ich habe auch total Lust wieder auf Drama, weil die Arbeit auch eine ganz andere ist. Am Set ist es alles viel... beim Drama hast du natürlich auch viel Spaß am Set, aber es ist oft konzentrierter, kann man sagen, ruhiger. Und bei der Komödie brauchst du halt auch irgendwie den Spaß und die Freude. Und dann ist es auch oft laut und unkonzentriert. Und deshalb hätte ich mal wieder Lust auf eine interessante Rolle in einem Drama. Aber nimmt einen das dann auch persönlich mit, dass man vielleicht danach noch nicht so schnell aus der Rolle rauskommt? Vor allem bei dir, bei Anne Frank, wie war das so? Ich habe da zum Glück, irgendwie komme ich immer wieder ganz gut raus. Klar, nimmt man das irgendwie mit sich mit und gerade in so sehr intensiven Zeiten ist natürlich total präsent. Aber ist ja irgendwie auch so das Schöne und das Intensive an dem Beruf. Ja. Mein Kopf hängt gerade. Wir sind gerade. Ja, sag nochmal, du musst nochmal die Frage. Ach so. Ja, tatsächlich. Man schmeißt ja auch immer sein Herz und seine Emotionen da rein. Und so. Ich glaube, Lea hatte, glaube ich, ich denke mal, bei Anne Frank war das so die intensivste Arbeit überhaupt. Und die Mutter des Mörders hatte ich eine Rolle, da war das auch so. Das hat mich auch dann mitgenommen, begleitet einen noch ein bisschen auch nach dem Dreh. Auch gerade über soziale Netzwerke, ihr seid jetzt wirklich bekannt und wann war das? War das nach Fuck you Goethe? War das vorher? Kann man das so sagen? Dass das angefangen hat mit den sozialen Netzwerken? Okay, also bei mir hat das angefangen mit Fuck you Goethe und dann wurde mir gesagt, start es einfach, weil du hast es eh bald. Ich habe mir das gemacht, dann ging das total los und hat mich natürlich erstmal total so überrumpelt, weil ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und dann war das so, dass ich irgendwann gemerkt habe, du hast eine riesen Verantwortung. Und die habe ich dann so Stück für Stück, auch in den letzten Jahren, immer mehr sehr, sehr gerne übernommen, um dann auch auf... Also ich habe dann persönliche Themen, die mir sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel irgendwie den Schutz der Umwelt, wenn es jetzt um die Klimakrise geht. Oder auch, wenn Wahlen sind, dann möchte ich die Leute dazu ermutigen, wählen zu gehen, weil wir sind in der Demokratie und dann sollten wir auch irgendwie unsere Stimme nutzen. Und dazu nutze ich das auch und möchte ich auch weitermachen, werde ich auch tun. Und genau, ich versuche das nicht so flach zu gestalten, so einfach, ich verkaufe irgendwas und bla bla bla, sondern ich will das nutzen und ich will meine Verantwortung übernehmen, junge Leute in meinem Alter zu erreichen. Ja, das wollte ich jetzt auch nochmal betonen, allein in den letzten Wochen, zu was du da alles aufgerufen hast, sei es jetzt, dass man sich die dümmste Plastikverpackung aussucht oder Müll aufräumt, selbst etwas pflanzt oder dass du auch den Leuten zeigst, hier könnt ihr euch melden, wenn ihr eine Idee habt gegen Klimawandel. Wie viele Rückmeldungen hast du da jetzt zum Beispiel bekommen, jetzt bei dem Preis um die Plastikverpackung? Ich habe total richtig viele Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, so viel wie noch nie, außer wenn man mal irgendwie Freikarten verlost oder so. Alles positiv und selbst wenn mal eine Kritik dabei war, dann habe ich mich auch damit auseinandergesetzt. Ich schreibe auch manchmal zurück und ich schaffe es nicht immer und bei allen, aber ich gucke immer mal wieder auch in die Kommentare und setze mich dann auch mit den Leuten auseinander, wenn sie eine andere Meinung haben, weil das ist ja gut. So, es ist gut, andere Meinungen zu haben und dann darüber zu reden und so irgendwie einen gemeinsamen Nenner oder Streitpunkte zu finden und das finde ich immer gut, diesen Diskurs dann auch zu führen. Ja, da bist du auf jeden Fall ein super Beispiel, gerade auch wie es hier in dem Film gezeigt wird, dass man es eben nicht nur dafür die sozialen Netzwerke nutzen soll, jetzt zum Beispiel für so doofe Challenges sich Brennnessel ins Gesicht zu schmieren. Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir jetzt natürlich im Film Apokalypse haben wir jetzt ein bisschen überzogen, ja, mit den Brennnesseln. Passiert ja wirklich sowas schon. Das tatsächlich. Ja, also dass die Jugend nicht mal über sich selbst nachdenken, was mache ich da eigentlich? Hat das einen Sinn oder sollte ich das mal anders nutzen, oder? Und das haben wir auch versucht in dem Film, also auch wenn es eine Partykomödie
Komödie und gute Laune ist. Es ist einfach die richtige, perfekte Schippe Herz und Verstand auch in diesem Film, die halt auch anregen soll und fragt so, nutzen wir Social Media richtig? Sehen wir auch Social Media richtig? Also es geht gar nicht nur ums Nutzen, sondern auch, wie wir es empfinden. Und ich glaube, wir identifizieren uns viel zu oft mit positiven, aber auch mit negativer Kritik. Also es ist, wir sollten nicht alles so an uns ranlassen und trotzdem offen sein so für alles. Also nicht zu sehr identifizieren mit Hypes oder Fame und Fail. Das ist so ein bisschen unsere Message von Avikalypse. Hast du den Film nochmal gut zusammengefasst? Ja. Schön. Ich danke dir fürs Interview.